geführt wird dieses Bataillon vom Major Daniel Ulbricht Gebauer mit seinen Adjutanten. Erste Formation ist die Gesellschaft Königin Stephanie, gegründet 1870, also 147 Jahre jung, mit ihrem Hauptmann Udo Winter, seinem Stellvertreter Michael Dornbusch und dem amtierenden Kompaniekönig Alexander Hebel. Benannt wurde sie nach der Hohenzollern-Prinzessin und späteren Königin von Portugal zu deren Ehren, die auf der Reiterallee ein Denkmal errichtet wurde, an dem sich an jedem 2. Mai, dem Hohenzollern-Gedenktag, der Verein einfindet und dieser durch ihr Engagement für arme und pflegebedürftige Düsseldorfer bekannte Prinzessin zu gedenken. Es folgt die Gesellschaft Jägerkorps, gegründet 1844, 173 Jahre jung, mit ihrem Hauptmann Dr. Enrico Pelz, seinem Stellvertreter Michael Kurz und dem Kompaniekönig Dr. Ingo Theuerkauf. Die Gesellschaft wurde gegründet von Lorenz Cantador und ist als Jägerkorps die älteste uniformierte Gesellschaft im großen Verein. Es schließt sich an die Gesellschaft König Friedrich von 1888, also 129 Jahre jung. Diese Gesellschaft wurde im sogenannten Drei-Kaiser-Jahr gegründet, in Erinnerung an den sogenannten 100-Tage-Kaiser. Der Hauptmann Andreas Kort hat in seinen Reihen den Kompaniekönig Ferdi Pfarrer und es ist die Stammgesellschaft von Oberstleutnant Toni Kreuz. Die Gesellschaft König Friedrich. Im Januar 2016 gründeten 15 Damen den ersten weiblichen Schützenverein im Regiment 1316. Dank der Regimentsspitze konnte die ruhende Gesellschaft Jakobe von Baden von 1928 mit ihrer historischen Fahne auf dieser Weise wieder reaktiviert werden. Die Gesellschaft Jakobe von Baden präsentiert sich mit dem Hauptmann Monika Nagel, ihrer Stellvertreterin Nina Weber und der Kompaniekönigin Sonja Pfeiler. Hieran schließt sich an die Gesellschaft Kronprinz Wilhelm, benannt nach dem ältesten Sohn des letzten deutschen Kaisers und noch immer besteht eine besondere Verbundenheit zum Hause Hohenzollern durch Kontakte zu Prinz Georg Friedrich von Preußen. 105 Jahre jung, also von 1911, mit ihrem Hauptmann Dr. Berthold Kremp, seinem Stellvertreter Heinz-Jürgen Ruppert und dem Kompaniekönig Stefan Köpke bilden sie die letzte Gesellschaft in diesem Bataillon, die Gesellschaft Kronprinz Wilhelm. Daran folgt der Abmarsch der Musikformationen, den Tambourkalkum und der Kapelle Gernsheim unter ihrem großen Applaus. Bataillon nach heran, wie Sie sehen, an den drei wunderbar historisch uniformierten Reitern. Es ist das 4. uniformierte Bataillon, welches musikalisch angeführt wird von den Flinger Knüppeljungens, also das Tambourkorps Flinger, unter der Leitung von Thomas Reif. Und diese Formation spielt in diesem Jahre zum 84. Male in Folge für den großen Verein. Sie werden begleitet von der Kapelle Dreier unter der Leitung von Lothar Dreier und dem Fanfarenchor Schwarz-Weiß aus Flingern unter der Leitung von Michael Vollmer. Von Ihnen hören wir nunmehr den Marsch Gruß an Würzburg. Der Major Thorsten Peters mit seinem Adjutanten.
sich als erstes die Gesellschaft Andreas Hofer benannt, nach dem österreichischen Volkshelden und Freiheitskämpfer, der eigentlich Schenkenwirt war, sich aber 1809 an die Spitze der Tiroler Volkserhebung gegen die Bayern stellte. Gegründet 1920, zeigen sie sich heute mit ihrem Hauptmann Theo Schmitz, seinem Stellvertreter Michael Schmitz und ihrem Kompaniekönig Sven Rapsch. Ihr folgt die Gesellschaft Sechste Schützen von 1856, 167 Jahre jung, mit ihrem Hauptmann Stefan Gemmer, seinem Stellvertreter Sigmund Ulrich und dem Kompaniekönig Jochen Skrobin. Entstanden aus dem Gesangsverein Sanssouci, waren sie bis zum Ersten Weltkrieg damals die 6. Grenadierkompanie. Nächste Gesellschaft ist die Gesellschaft Hohenzollern-Sigmaringen von 1874, also einer 43 Jahre jung, mit ihrem Hauptmann Hans Königshausen, seinem Stellvertreter Thorsten Kramer und dem Kompaniekönig Stefan Meyer. Der Protektor der Gesellschaft ist Friedrich Wilhelm Fürst von Hohenzollern. Das Haus Hohenzollern ist dieser Gesellschaft wie auch der Stadt Düsseldorf sehr verbunden. Erst 1991 war hier in der Turnhalle ein Festakt zum Jubiläum. Der Erbprinz hat es sich nicht nehmen lassen, dieses mitzuerleben. Es folgt die Gesellschaft Erste Friedrichstädter, gegründet 1875, also 142 Jahre jung, mit ihrem Hauptmann Nico Di Carlo und seinem Kompaniekönig Wolfgang Blöder. Aus dem damals neuen Stadtteil Friedrichstadt kommen, wurde die Gesellschaft 1875 von Kaufleuten und Bürgern gegründet, wurde schnell als Lackschuhkompanie benannt und ist heute noch die Gesellschaft, die in Wild beheimatet ist. Den Abschluss bildet die Gesellschaft Wildschütz, gegründet 1908. Mit ihrem Hauptmann Jürgen Wassermann, seinem Stellvertreter Stefan Lindlau und seinem Kompaniekönig Patrick Bienen, als deutsche Reichskompanie von Handwerkern gegründet und nach dem Zweiten Weltkrieg umbenannt. Zum Schluss die neunten Schützen von 1869 mit ihrem Hauptmann Thomas Schulz, seinem stellvertretenden Oberleutnant Hermann Alberti und dem Kompaniekönig Christian Bode. Es schwenkt aus, das Tamburchor Flinger, die Kapelle Dreier und das Fanfarenchor Schwarz-Weiß unter ihrem großen Applaus. Heran naht das Grisoli von diesem Bataillon, wird musikalisch angeführt vom Tamburchor. Johann und mit der Leitung von Michael Kulava, der Kapelle der Stadtwarte Krefeld und mit der Leitung von Uli Löbnitz und dem Fanfarenchor Freischütz und mit der Leitung von Martin Wegner. Zunächst Klänge des Marsches Arbeiter, erleben die Schulter uniformierte Bataillon. Natürlich herangeführt von drei in historischen Uniformen gekleideten Reitern. Major Jörg Mütz mit seinen Adjutanten.
erste Gesellschaft ist die Gesellschaft Fürst Karl Anton von 1880, 137 Jahre jung, mit ihrem Hauptmann Roland Musweiler, seinem Stellvertreter Jürgen Mant und dem Kompaniekönig Horst Scholz. Von 12 Bürgern 1880 gegründet, erteilt Fürst Karl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen 1882 die Genehmigung zum Tragen seines Namens. Er war im Übrigen Statthalter hier im Schloss Jägerhof von 1852 an, residierte er hier, und er war auch der Vater der späteren König von Portugal, jene Stephanie, die eben hier schon Erwähnung fand. Er stiftete unter anderem auch die Ehrenkette des ersten Schützenchefs. Die Gesellschaft Fürst Karl Anton. Ihm folgt die Gesellschaft König Wilhelm von 1882, also 134 Jahre jung, mit ihrem Hauptmann Peter Angelo Kalmund, seinem Stellvertreter Sascha Hanf und der Kompaniekönigin Sabine Bologna. Sie stellte dreimal den Regimentskönig, darunter den ersten König nach dem Zweiten Weltkrieg. Da wurde noch nicht geschossen, sondern er wurde damals ausgelost. Mit ihrem historischen Reiter angeführt, kommt danach die Gesellschaft Professor Hans Kohlschein, gegründet 1955, 62 Jahre jung und ist damit die jüngste Gesellschaft im großen Verein. Mit ihrem Hauptmann Toni Ockelberg, seinem Stellvertreter Jürgen Schubert und dem Kompaniekönig Christian Lengwenand. Diese Vereinigung wurde benannt nach dem verdienten Bürgerschützen und Künstler seiner Zeit, Professor Hans Kohlschein. Und noch heute ziert das Festprogramm der Sebastianer ein Bild von Hans Kohlschein aus den frühen 20er Jahren. Und dies findet sich auch auf der Fahne der Kohlscheiner auf Urkunden des großen Vereins und ehrt damit diesen großen Düsseldorfer Schützen und Künstler. Die Kohlscheiner lassen auch in diesem Jahr dieses Bild wieder lebendig werden, indem sie diesen Kohlschein Herold ihrer Formation heranreiten lassen. Der Dank der Gesellschaft ist dem Reiter Karl Otto auch in diesem Jahre gewiss und natürlich ihr Applaus. Dieser Applaus wird jetzt wieder gebraucht, wenn das Tango-Kolohausen und die Kapelle Krefeld mit dem Fanfarenchor Freischützbild hier abzieht. Zum Ende dieses Bataillons. Aber brauchen wir noch einmal Musik, die durchzieht. Es folgt das Marine Tabuko-Mutterrad unter der Leitung von Lars Dorfmann und der Musikverein Jüchen-Otzenrad unter der Leitung von Norbert Kleber. Sie bieten uns den Regimentsgruß, zumindest den Marsch Regimentsgruß. Und für den Herrn die Gesellschaft Wilhelm Marsch von 1926, also 90 Jahre jung. Den zweiten Vorsitzenden Jens Schiditzki. In den Reihen der Wilhelm Marx eine stolze Kompaniekönigin, nämlich Melanie Schlüter. Benannt nach dem Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf der Jahre 1899 bis 1910, unter dessen Amtszeit sich der Wandel der Stadt zur modernen Industrie- und Handelsstadt vollzog. Urenkel von Wilhelm Marx ist heute noch Protektor der Gesellschaft. Sie ist die Stammgesellschaft des Schriftführers des großen Vereins der Kultüten und von Thomas König, dem Vorsitzenden der Platzkommission, und er hat dann auch den Reichsgarnier, den Bundesbürgermeister. Es schließt sich an das Reiterchor in der Führung des ersten Rittmeisters Stefan Würgemann und der Reichsrittmeisterin Sabine Kleber. Der Matron der Gesellschaft ist die Führung. Thank you.
die nächste Gruppe geht traditionellerweise vor dem Königsbataillon in Reminiszenz an Johann Wilhelm von Berg oder besser bekannt unter dem Namen Jan Willem und wird musikalisch begleitet vom Tamburchor Garat unter der Leitung von Holger Flesch und der Blaskapelle Lembeck unter der Leitung von Andreas Heiming. Und die Lembecker sind in diesem Jahre zum 36. Mal in Folge hier in Düsseldorf beim Festzug dabei. In Reminiszenz an das, was danach kommt, spielen sie auf mit dem Marsch Medici. Denn wir erwarten die historische Reitergruppe des Kurfürsten Johann Wilhelm II., genannt Jan Willem, und seiner Frau, der Kurfürstin Anna Maria Luisa Medici, und in ihrer Begleitung der vier Rittmeister. An dieser Stelle dankt der Verein herzlich allen Darstellern zu Pferde für ihren heutigen Einsatz, der diese wunderbaren historischen Bilder zum Leben erwecken und damit den Festzug wieder zu etwas ganz Besonderem machen. Besonders danken wir an dieser Stelle aber Patricia Pannenbecker, die heute zum 23. Mal die Anna Maria Luisa Medici darstellt und dieses hervorragende Bild jener Düsseldorfer Vergangenheit komplettiert, ihm das glanzvolle Krönchen aufsetzt sozusagen. Die Traditionsgruppe des Johann Wilhelm II., Kurfürst von der Pfalz, Herzog von Jülichberg, Pfalzgraf zu Neuburg, zu seinen Lebzeiten nie, aber von uns immer wieder gerne Jan Willem genannt. Thank you.
der Gesellschaft des Regimentskönig voranschreitet traditionsgemäß als Ehrenbezeugung des Vereins an die Königskompanie der Regimentsfahnenschwenker aus der Gesellschaft 5. Grenadier Peppelfort, in diesem Falle Richard Christ, der Regimentsfahnenschwenker, vor der Königskompanie der Gesellschaft Reserve von 1858, also 159 Jahre jung. Stolz und mit großer Freude blickt die Gesellschaft auf ihre Tradition und Geschichte zurück. 1858 hat der St. Sebastian Schützenverein von 1316 am Auszug der Prinzessin Stephanie von Hohenzollern-Sigmaringen aus dem Schloss Jägerhof, der Hochzeit mit König Pedro von Portugal folgte, 27 heimatverbundene Handwerker so beeindruckt, dass sie aus ihrem bürgerlichen Stammtisch heraus spontan beschlossen, den St. Sebastianus Schützenverein eine Kompanie zu stellen. So wurde diese Gesellschaft aus der Taufe gehoben und nach 159 Jahren ist sie mit mehr als 300 Mitgliedern die Gesellschaft, die am mitgliederstärksten ist und ein eigenes Bataillon stellt. Sie ist Stammkompanie des Schützenchefs Lothar Inden und des ersten Schatzmeisters Wolfgang Häuser. Viele Prinzen Karneval finden sich in ihr und viele Größen aus Politik und Gesellschaft. Die Kompanie Reserve wird angeführt durch ihren ersten Hauptmann Dietmar Schwabe-Werner und den zweiten Hauptmann Oliver Küssler. Oberster Repräsentant ist der sogenannte Waldkönig in diesem Jahr, Frank Minotillo. Sie marschieren in mehreren Blöcken. Der erste Block traditionell jetzt der Block des Waldkönigs mit der Zugleitung Carsten May und dem Zugkönig Achim Graner. Der zweite Block, fünfter Zug mit dem Zugführer Stefan Friedl und dem Zugkönig Rolf Neuer. Der dritte Block sind die Züge 1, 2 und 4. Mit dem Zugführer Klaus Oberkamp, dem Zugkönig Hans-Jörg Reis, dem Zugkönig Gunther Langkopf und dem König Frank Blummer. Den Abschluss bildet in diesem Jahr der vierte Zug mit dem Zugführer Gregor Kebelow und dem König Reinhold Eisemann. Die Gesellschaft Reserve von 1858. Hier nach Schwenk aus das Tambo Chor Kaiserswerth, die Kapelle Kleinenburg und das Fanfarenchor aus Oberbilk. Thank you.
nur mit Musik begleitet haben, mit denen sie hier gewartet haben auf der großen Kunstparade. In diese Blumenhammer, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird in jedem Jahr viel Liebe und natürlich auch einiges an Geld investiert. Geben Sie den Vereinen und den Gesellschaften einen großen Applaus für diesen wunderbaren Augenschmaus mit auf den Weg, wenn Sie an ihnen vorbeikommen. Angeführt von Oberstleutnant Toni Kreuz, der mit seinem Mann wieder einmal dafür gesorgt hat, dass diese Parade großartig hier wie Reiterlee gehen konnte. Kommen diese Blumenhörner nunmehr an ihnen vorbei. Und den Abschluss bilden die gesammelten Fahnen des großen Fahnens. Gefallen hat und Sie auch bei den vielfältigen Veranstaltungen der kommenden Schützenwoche wieder unsere Gäste sein werden. Feiern Sie mit den Sebastianern die große Kirmes auf den Rheinwiesen und damit das Schützenwoch-Volksfest dieses Jahres. Mein Name ist Juliane Höfken und ich verabschiede mich mit den besten Wünschen für Sie und das Schützenfest. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und sage auf Wiedersehen. Bis zur nächsten großen Königsparade 2017 hier auf der Reiterlee im Hofgarten. Machen Sie es und zwar gut! Ich melde meinen Schützenchef. Damit ist die große historische Parade hier auf der Reiterlee 2017 beendet. Ich hoffe, es hat Ihnen allen gefallen und ich freue mich, wenn ich Sie nächstes Jahr, und das freue ich auch nach der Vereinführung, den nächstes Jahr wieder herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank.